Und zu Gast habe ich Dr. Marc Benecke, deutscher Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie. Vielleicht kannst du den Begriff ganz kurz erklären, aber erstmal hallo Marc. Hallo, ja, ich arbeite mit, also die forensische Entomologie heißt, dass wir Insekten benutzen, um irgendwas über einen Tatort oder Täter, Täterin, Fundort, Leichenliegezeit oder so rauszufinden. Aber ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für alle biologischen Spuren. Nur das mit den Insekten hört sich immer spannend an. Also ich mache auch Blut, Sperma, Haare, Erbsubstanz, alles Speichel, alles Mögliche. Okay, ich habe mir kurz die Zusammenfassung im Wikipedia durchgelesen, bin da auch halb schlau geworden, aber wenn du das erklärst, ist es für alle ZuschauerInnen, glaube ich, verständlicher, als wenn ich die Wikipedia-Erklärung vorlese. Du genau, bist auf einem sehr spannenden und außergewöhnlichen Forschungsgebiet tätig, hast da auch ordentlich viele Abschlüsse auf Universitäten in, ich glaube, weltweit erzielt, so wie ich das gelesen habe. Hast eine Büchergattung geschrieben und trittst oft in Shows und Podcasts auf und hast, soweit ich weiß, auch deine eigene Show, oder? Ja, seit 20 Jahren mache ich da jeden Samstagmorgen eine Wissenschaftssendung. Das war der erste Wissenspodcast, den es in Deutschland gab, weil das ist öffentlich-rechtlich und die konnten das dann mit großem Besteck relativ schnell einspeisen. Und das bedeutet aber auch, dass ich seit über 20 Jahren jeden Samstagmorgen eine neue, mir unbekannte wissenschaftliche Veröffentlichung gelesen und dann vorgestellt habe. Also könnt ihr euch vorstellen, wie meine Freitagabende aussah. Nicht ganz so exzessiv, wie sie vielleicht hätten sein können. Ja, spontan muss man sein. Ja, und auf jeden Fall freuen wir uns heute, dass du hier bist beim Grünen Farbfernsehen. Und einen großen Dank an Christine, die das alles so schön organisiert hat mit dir und dich eingeladen hat. Danke dafür, Christine. Es wird heute so aussehen, wir haben zwei Fragen vorbereitet für dich, lieber Marc. Und dann wirst du uns einen kleinen Vortrag halten über Klimaschutz und Insekten, so wie ich das verstanden habe, dein Lieblingsherzensgebiet. Da freuen wir uns sehr drauf, wird bestimmt sehr interessant. Jetzt die erste Frage, die jemand gestellt hat, ist: Du engagierst dich sehr stark für die vegetarische und vegane Ernährung. Wie stehst du zu dem jetzigen Trendthema Insektenzucht als Fleischersatz? Es kommt ja jetzt quasi groß auf die auf die Speisepläne quasi der Insektenburger. Wie siehst du das? Bist du ein Fan von oder? Ja, also ich bin gegen vegetarische Ernährung, außer als Schritt zu einer veganen Ernährung, weil da werden noch durch Eier und Milch und so weiter werden so viele Tiere noch tot gefoltert die ganze Zeit, dass das also für mich keinen Sinn ergibt, also wissenschaftlich auch nicht. So. Deswegen, aber als Schritt natürlich hin zum Veganen ist es natürlich richtig. Und das Zweite ist, dass auch, weil wir über Klima reden wollen, dass auch vegetarisches Leben zwar gut ist, aber das reicht noch nicht, leider, um jetzt sehr, sehr schnell innerhalb der nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Jahre da jetzt große, messbare, durchschlagende Wirkungen erzielen zu können, was den Wasser, Landverbrauch und eben auch den CO2-Ausstoß und so weiter bewirkt. Also das. Und jetzt zu den Insekten. Also jede Art von Massenhaltung von irgendwelchen Lebewesen führt dazu, dass man massenhaft Schutzmittel einsetzen muss, Reinigungsmittel. Das ist wie bei Wäldern, wenn man da nur Birken anpflanzt, früher oder später funktioniert das nicht mehr, dann gibt es Erreger. So ist das ja auch bei Fischkulturen, Schrimpskulturen, also Krebschen, Insektenkulturen, das erzeugt am Ende wieder genau dieselben Probleme, wie man vorher hatte. Du musst wieder Futter herstellen, dann hast du wieder mangelnde Vielfalt, dann erzeugst du wieder Massen von Kot oder irgendwelchen anderen Resten oder Ausstöße. Also das funktioniert nicht, weil Monokulturen noch nie funktioniert haben. Und wenn sie mal funktionieren, dann nur für noch schlechtere Veränderungen in der Umwelt gesorgt haben. Also das ist Augenwischerei im besseren Fall oder halt ein Lügentraum im schlechteren Fall mit dieser Ernährung durch Insekten. Das, auf diese Antwort habe ich mir schon fast gedacht, aber interessant trotzdem. Und die zweite Frage, die kommt jetzt von mir. Wie in Himmel, Herr Gottes Namen, bist du auf diesen Beruf gekommen? Ja, schwer zu sagen. Als Kind fand ich Spider-Man gut. Also den kennt ja mittlerweile, glaube ich, jeder aus dem Comic und da gibt es ja auch viele Filme mittlerweile. Und Peter Parker studiert ja Biochemie.
immer, also lebenslang. Und das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt und ich fand aber auch Science-Fiction-Sachen ganz gut, Blade Runner zum Beispiel, wo es um die Frage geht, wie Menschen, die jetzt keine Bio-Androiden wären, wie die jetzt prüfen können, ob die anderen Bio-Androiden sind. Und damals, genetische Fingerabdrücke sind 1984, 1985 erfunden worden. Und da dachte ich mir so, ja, das war eigentlich eine gute Methode irgendwie so. Und dann habe ich halt Bio studiert, weil ich halt Tiere und Pflanzen und so mag. Also ich habe auch noch ganz viele alte Zoologiebücher und so. Und ich bin also wirklich voll der Opa so und kann ja alles über alte Zoologie und so erzählen. Und so ist das dann zusammengelaufen, weil ich konnte dann ein Praktikum in der Rechtsmedizin machen, weil man nur da genetische Fingerabdrücke lernen konnte damals. Das war noch viel zu teuer für klassische biologische Institute. Die waren auch viel zu steif und zu oll und haben das nicht hingekriegt. Und so bin ich dann als Biologe in der Rechtsmedizin gelandet. Und die waren froh, dass die Biologen da waren. Meine Chefin ist dann später Chefin der Abteilung für genetische Fingerabdrücke in New York in der Rechtsmedizin geworden, wo ich dann später auch hingegangen bin. Und das war so, ansonsten sind Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen nur so mittelbeliebt bei den Ärzten und Ärztinnen, weil die das ist irgendwie so eine andere Kultur, die da zwischen den verschiedenen Fächern herrschte damals. Und dann haben die uns unten zu den Leichen gepackt, wo früher die alten Affenställe waren. Man durfte da damals dann schon keine Affen mehr erhängen und erwürgen und radioaktiv verstrahlen. Das war dann schon verboten. Und dann hat man gesagt, gut, dann können die Biologen da in die alten Affenställe rein. Und das war für uns aber super, weil das alles gekachelt war und viele Wasserleitungen und so. Also wir waren happy und die Mediziner und Medizinerinnen waren auch happy, weil die gesagt haben, gut, dann sehen wir sie nicht. Dann sind die unten bei den Leichen, die Biologen und Biologinnen. Eigentlich nur Biologinnen, machen eigentlich hauptsächlich Frauen das Fach. Und so kam das dann. Die Polizisten und Polizistinnen sind dann auch immer rübergekommen, weil die gar nicht so gerne bei den Leichen waren, obwohl sie da eigentlich sein mussten für irgendwelche Ermittlungen. Aber bei den Sektionen, also dem Aufschneiden der Leichen, das fanden die auch nicht so gut. Dann sind sie lieber zu uns gekommen. Dann haben wir sehr gute Beziehungen zur Polizei dann auch auf einmal gehabt. Also das war so eigentlich auch reiner Zufall, kann man eigentlich sagen. Ach so, und ich habe mir natürlich immer die Insekten auf den Leichen angeguckt, weil ich das gut fand. Das fanden natürlich alle anderen super ekelig und total auch seltsam, sowas zu machen. Und dann gab es noch eine alte Bibliothek bei uns, die das gibt es heute auch nicht mehr, so Institutsbibliotheken. Und es war einfach wie im Traum, ist das zu mir gekommen. Wie im Traum mit den Insekten, ja, definitiv kein Gebiet für mich, aber... Kannst du ja nicht wissen, vielleicht... Müsstest mal mitkommen, vielleicht wird sie ja doch gefallen. Vielleicht. Komme irgendwann auf das Angebot zurück. So, dann möchtest du uns mal was deinen Vortrag präsentieren zum Thema Klimaschutz und Insekten. Da bin ich nämlich sehr gespannt. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich mache, also ich setze sozusagen in einen Fall, einen Kriminalfall oder so, setze ich Augen ein und die Augen sind die Augen der Messung. Also uns interessieren wirklich immer nur die Messungen im Fall, nicht die Gefühle oder die Meinungen oder was die Nachbarn wissen oder nicht wissen. Das ist mir alles egal. Das macht die Polizei, das Gericht und alle anderen. Wir sind hier im Labor so die Leute für die reinen Messungen. Auch wenn eine Bewertung sich aufdrängt, sagen wir sie trotzdem nicht. Ne? Und jedes Loch hier in dem Schädel ist also so ein Fenster, durch das dann eine Messung fällt und das Innere sozusagen hell machen soll. Das ist so symbolisch hier gemeint. Insekten sind so ein Thema geworden, das ist recht bekannt geworden in den letzten 2-3 Jahren. Und ich will das aber ein bisschen in den Zusammenhang setzen, dass wir jetzt seit ein paar Monaten das Ausmaß des Problems so langsam wirklich verstehen. Anfang diesen Jahres, also wir haben im Moment, wo ich hier gerade rede, Juni 2021, kam der Bericht raus, der Dasgupta Report oder Review vom englischen Schatzministerium, ein hochoffizieller Bericht, der alles zusammenfasst zum Thema nicht nur Insekten, sondern auch allen anderen Lebewesen. Und die Vereinten Nationen haben auch dieses Jahr 2021 einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, wir müssen ganz dringend einen klaren Bruch mit dem bisherigen machen, sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Und ich kann das jetzt sagen, weil ich seit mehreren Monaten ständig auf internationalen Konferenzen sind, die natürlich mit Zoom oder sonst irgendeinem System durchgeführt werden. Und wirklich, ich hätte niemals gedacht, wie schnell wir wirklich handeln müssen und wie ernst das mit dem Bruch gemeint ist. Es ist ja so, dass hier die grün-schwarze Koalition in der Luft liegt, nicht wahr? Und das wird ein sehr starke Reibungen erzeugen, vermute ich mal aus dem wissenschaftlichen Stand, weil alle Regierungsberichte, die von allen Regierungsorganisationen kommen, also egal, ob es jetzt aus England ist oder von den Vereinten Nationen oder sonst was, die stammen aus der Wissenschaft und ihr müsst euch mal vorstellen,
Regierungsorganisationen oder die regierungsextrem nahe Organisationen fordern einen kompletten Systemwechsel. Also sowas gab es ja noch nie. Ne? Das ist ja, das ist ja überhaupt nicht vorstellbar. Also wie kann das System einen Systemwechsel laut, schriftlich, offiziell verkünden? Und das ist die Situation, in der wir gerade stecken. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Also ich kenne keinen geschichtlichen Bericht, wo sowas jemals vorgekommen ist. Nur um das mal kurz klarzumachen, dass es nicht nur um Insekten oder so geht. Ein typisches Beispiel, ich will euch nur aktuelle Sachen zeigen, keine alten Sachen, weil das könnt ihr euch bei YouTube angucken irgendwo, ist das hier. Die Bild-Zeitung meldet, das ist jetzt schon was her, 2018 war das, aber ich zeige gleich den aktuellen Dreh. Warum gibt es überhaupt Wespen? Und ich denke, dass selbst wenn ihr von den Grünen seid, ich wette, dass 99% von euch nicht wissen, wozu es Wespen gibt. Also wenn eure Kinder euch das fragen würden oder eure Neffen oder Nichten oder sonst jemand, dann würdet ihr sagen, ja, ist doch jetzt egal, sind halt Lebewesen, gibt's halt, ne? Aber so ist das nicht. So funktioniert die Evolution des Lebens nicht, sondern da hat tatsächlich alles eine Funktion. Also nicht eine, die Geld bringt oder so, aber die im Kreislauf des Lebens funktioniert. Und ich kann das mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob es schon veröffentlicht ist. Das ist ganz, ganz neu. Deswegen habe ich es auch einfach vom Bildschirm abfotografiert, hier von der Kollegin. Die seht ihr da. Das ist eine der Autorinnen, die da im Bild zu sehen ist. Und Wespen sind zum Beispiel sehr wichtige Bestäuber. Also Honigbienen sind völlig uninteressant. Honigbienen sind nur ein Werkzeug, wenn man das in diesen Begriffen nutzt, also sozusagen ein kapitalistisches sozusagen Werkzeug. Also das dient zum Geldverdienen. Ja, okay, Honig macht auch Spaß und so. Aber in Wirklichkeit gibt es ganz viele Arten, auch Fliegen übrigens, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen will, die wirklich der Bestäubung dienen und eben auch von Pflanzen, aus denen wir keinen direkten wirtschaftlichen Gewinn ziehen, sondern nur indirekt dadurch, dass der Kreislauf des Lebens funktioniert. Das war überhaupt nicht bekannt. Also das ist, wie gesagt, eine ganz neue Veröffentlichung und da sind lauter Wespenarten dabei, die wir überhaupt nicht kennen. Hier ist mal ein schönes Beispiel. Wer wusste, dass es Wespen gibt, die keine Fleischstückchen oder Schinken oder Pflaumenkuchen fressen, ja, sondern die irgendwas völlig anderes zu sich nehmen und dabei zur Bestäubung sind? Das wissen die meisten Biologen und Biologinnen nicht. Die würden also bei einer, wenn es da die 1-Million-Dollar-Frage wäre in einer Fernsehsendung, würden die da verlieren. Ne? Also wenn man fragen würde, denkt ihr, dass die meisten Wespen Pflaumenkuchen und Schinken und sonst irgendwas fressen, fliegen, die sie erbeuten, dann würden die meisten sagen, ja, aber das stimmt nicht. Sondern die Wespen sind genauso Unterstützer in Biosystemen, sie regulieren Biosysteme. Ich will da jetzt gar nicht auf das Einzelne eingehen, sondern das lieber mal an einem Bildchen zeigen. Das ist auch aus dieser ganz neuen Veröffentlichung hier von mir, jetzt vom Bildschirm abfotografiert, noch von der Konferenz, wo das vorgestellt wurde. Was man da sieht, ist in der Mitte, da steht Vespidae, also Wespen. Und außenrum stehen die Lebewesengruppen, mit denen die direkt bewiesen, gemessen in Verbindung stehen. Also da kann man das sehen. Das ist dieser Kreislauf des Lebens, hier jetzt nicht als dreidimensionaler Kreislauf dargestellt, aber das würde auch jeden Biologin und jede Biologin überraschen. Und das, jetzt kommt der Dreh, das gilt für alle Lebewesenarten. Also wenn irgendeine Lebewesenart verschwindet, dann verschwinden all diese Vernetzungen zu allen anderen Lebewesenarten. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie, keine Ahnung, hier diese Lampignons, diese chinesischen, ja, die werden also zu Tausenden in die Luft gebracht. Und dann ist der ganze Himmel da erhellt von diesen Teelichtern und so weiter oder ist rot oder orange, irgendeiner Farbe. Und einer nach dem anderen geht aus und am Ende ist alles schwarz. Das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Bewiesen, gemessen, weil uns die ganzen Arten wegsterben. Es ist keine Meinungsäußerung. Es ist das größte Artensterben, seit es menschliches Leben auf der Erde gibt. Es ist das 6. Mal in der Geschichte des Lebens auf der Erde, dass so etwas passiert. Das 6. Mal, seit es Leben auf der Erde gibt, gemessen. Das ist eine unfassbare Katastrophe. Und das hat nichts mit dem angeblichen Alarmismus zu tun, was manchmal man dazu hören bekommt, sondern das ist einfach nur gemessen. Also das wäre so, als ob ich, keine Ahnung, ich gehe in die Küche und mache mal Marmeladenbrot und dann sagt jeder, oh, das ist Marmeladenbrotismus, den du da betreibst. Also nein, ich esse einfach gerade ein Marmeladenbrot. Es ist wertfrei. Genauso ist das hier. Wir zerstören gerade komplett gemessen das Netz, in dem wir uns befinden, durch die Klimaveränderungen, da komme ich jetzt gleich drauf, was das damit überhaupt zu tun hat, und das Artensterben. Ich will nur ein Bild zeigen für Jüngere. Wenn die hier gerade zugucken, sagen wir mal unter 35 sind, ja, dann könnt ihr euch das folgende Bild überhaupt nicht mehr vorstellen. Dieses Bild ist nicht lange her, ja, das ist 20 Jahre her. Da habe ich zusammen mit einer, das ist eine Studentin von mir, die arbeitet heute als Restauratorin in einem Museum, die hat einfach mal einen Filter sauber gemacht, einen Luftansaugstutzenfilter. Und was ihr da seht, sind alles nur Insekten. Wenn ihr es erkennen könnt, Maikäfer, Junikäfer, Marienkäfer, Schmeißfliegen, Motten, Schmetterlinge, alles Mögliche.
Wenn ihr heute einen Luftfilter irgendwo reinigt, so einen Ansaugstutzen, werdet ihr das nicht mehr sehen. Achso, das ist mitten in der Stadt, wohlgemerkt. Das ist mitten in der viertgrößten Stadt Deutschlands, mittendrin in der Innenstadt. Wenn ihr heute sowas aufstellen würdet, würdet ihr diese Tiere nicht mehr sehen. Die sind einfach weg, gemessen. Nicht nur durch Zufallsbefunde wie diesen in Ansaugstutzen, sondern eben auch durch große Studien, auf die ich gleich nochmal kurz komme. Also das sage ich nur, um hier das alte Wissen und das junge Wissen so ein bisschen zusammenzubringen. Es geht nicht um Insekten, die gegen die Windschutzscheibe fliegen, weil da kann das ja sein, dass die Autos heute aerodynamischer sind und deswegen halt keine Insekten mehr gegen Windschutzscheiben fliegen, sondern es geht wirklich um ganz andere Messungen, die eben keine Alltags- oder Zufallsbeobachtungen sind, sondern da komme ich gleich drauf. Die Fridays Kids, das ist jetzt hier in Köln vor ein paar Wochen, stehen völlig zu Recht hier natürlich mit Corona-Abstand da auf, weil, da, wie jetzt jeder weiß, das muss man jetzt im Kreise der Grünen nicht erklären, natürlich die Jüngeren das Ganze ausbaden werden. Und dieses, ich will das mal ein bisschen verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, dass die Erde Fieber hat. Da brauche ich jetzt nicht darauf einzugehen, dass wir jedes Jahr wieder das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen haben. Das hat jetzt, glaube ich, jeder mittlerweile bis zum Erbrechen gehört. Sondern ich will es mal lieber zeigen, was dann passiert. Und nicht nur durch die Erwärmung der Erde, sondern eben auch durch diese zusammenhängenden Dinge. Ihr merkt das schon, mich interessieren immer die Zusammenhänge und die, oder man könnte vielleicht sagen, stellt euch diese ganzen Dinge, Erderwärmung, verschiedene Tierarten, Artensterben und so weiter, stellt euch das vielleicht wie ein Fischernetz vor und da gibt es lauter Knoten drin. Also wir knüllen jetzt ein riesiges Fischernetz zusammen, riesengroß, und jeder Knoten ist eine Tierart, die man, wie ich vorhin sagte, wie sie die Lampen, die ausgehen, die man da rausschneidet. Oder es ist irgendeine Einwirkung, die schädlich ist. Und dann wird wieder ein Knoten rausgeschnitten. Und wenn man das dann auseinanderfaltet, das Fischernetz, dann sieht man, das hat so viele Löcher, dass das nicht mehr funktioniert. Es ist kein Netz mehr. Es ist nur noch ein herunterhängender, zerfetzter Lappen, weil die ganzen Knoten rausgeschnitten wurden. Und das will ich jetzt mal in der klassischen Studie zeigen, die interessanterweise selbst unter Biologen nicht bekannt ist. Also ich kenne viele Biologen und Biologinnen, die sich sehr für Naturschutz einsetzen, die gar nicht wissen, was die Kollegen hier aus Krefeld gemacht haben. Das ist die berühmte Krefelder Studie. Und zwar ist das ein Naturschutzgebiet, das ist ganz wichtig. Es ist ein Naturschutzgebiet, in dem die Tiere gefangen wurden, jetzt seit 28 oder 29 Jahren. Und nebenan ist aber Landwirtschaft. Heute nennen wir das intensive Landwirtschaft. Auch das muss ich vielleicht unter Grünen nicht so erklären, aber ich komme gleich zu, das wird nämlich nochmal interessant, weil da wurden solche Zelte aufgestellt, die nennt man auf naturwissenschaftlich Malaise-Fallen. Nicht, dass das irgendwie wie im Französischsprachigen, die Koblenzer Grünen kennen das ja wahrscheinlich, die Schengelchen, also die Mädchen und Jungs aus Koblenz, die stammen ja ursprünglich vom Namen Jean, weil Koblenz mal unter französischer Herrschaft war, 2 Jahrzehnte, und dann hat man daraus, weil wir die das nicht aussprechen konnten, Schengel gemacht, Jean. Und es gibt auch im Westdeutschland gibt es die Malaise, das ist eine Krankheit. Das ist ja aber nicht gemeint, sondern es ist nach dem Herrn, nach dem Kollegen Malaise, ist die Falle, das war ein Insektenkundler, der hat überlegt, wie man die Tiere fangen kann. Deswegen heißen die Malaise-Fallen. Und diese Fallen sind so aufgestellt, dass da sehr viele Tiere reingehen. Also nicht jetzt nur Tiere, die zum Beispiel nur auf Leichen gehen oder nur auf Pflaumenkuchen gehen, sondern Tiere, die einfach da in der Region leben. Und dann kam raus, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war 2017, mehr als 75% aller fliegenden Tiere, Insekten, sind verschwunden. Sowohl von der Biomasse als auch von der Artenzahl her. Da würde man normalerweise sagen, ja gut, das kann schon mal vorkommen, sowas. Zum Beispiel, wenn man jetzt Korallenriffe sich anguckt oder irgendwie Wälder, die durch menschliche Einwirkungen oder Klimaeinwirkungen nicht mehr so gut funktionieren. Aber das könnt ihr jetzt vielleicht nur verstehen, wenn ihr ältere Biologen oder Biologinnen seid, aber nicht innerhalb von einem Jahrhundert. Also das gibt es nicht. Also wenn wir von normalen Umwelteinwirkungen reden, dann passiert sowas vielleicht, sagen wir mal, innerhalb von 10.000 Jahren, ja, oder 15.000 Jahren, klar, ne? Oder auch schon mal 1 Million Jahre, klar, können da 3/4 der Arten verschwinden. Oder wenn man diesen riesen Kometeneinschlag hat, kann das auch ein bisschen schneller gehen, aber nicht innerhalb von 25 Jahren. So, das gibt es überhaupt nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich, weil das Netz des Lebens ist so dicht gewoben, wie die Adern im Körper mit den ganzen Kapillaren oder so. Ja, wenn man da an einer Stelle reinschneidet, bricht jetzt nicht der ganze Blutkreislauf zusammen. Und wenn man an 10 Stellen ein bisschen reinschneidet, auch noch lange nicht. Da muss man schon eine Hauptader treffen. Also hier ist irgendwas passiert, was die Hauptader trifft, ne? Ganz merkwürdig. Nur damit ihr das versteht, weil, wie gesagt, im politischen Bereich, aber auch unter Biologen und Biologinnen ist das nicht richtig bekannt. Also das ist die Erde. Jetzt gehen wir mal näher ran. Hier sieht man schon, Europa ist wohl offensichtlich eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt, Koblenz.
Und Krefeld gehört auch dazu. Das sieht man hier an den nächtlichen Lichtern. Und dann haben die Kollegen und Kolleginnen, ich mache es jetzt mal kurz langweilig, keine Sorge, gleich zeige ich wieder mehr Bildchen, haben mal, die links sieht man die Jahre aufgeschrieben, in denen sie damals gemessen haben, bei der ursprünglichen Studie, der Krefelder Studie. Da sieht man von 1989 bis 2016, haben sie insgesamt 17.000 Tage oder wenn man so will, 46 Jahre an Messungen gemacht, indem sie ganz viele Fallen aufgestellt haben und dann immer nach einer bestimmten Tagesanzahl die Arten der Tiere und die Menge der Tiere bestimmt haben. Da kommt man also auf 47 Jahre Messungen. Das ist schon ganz schön ordentlich. Und jetzt machen wir als Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, zerlegen wir gerne die Einflüsse. Gleichzeitig wurde das Wetter gemessen, die Feuchtigkeit, die Trockenheit, alles Mögliche. Und da kommt eigentlich immer was raus. Also wenn man das mit einer ganz, ganz soliden rechnerischen Methode berechnet, dann kriegt man raus, woran das liegt, dass jetzt in dem Fall die ganzen Tiere verschwunden sind. Und jetzt kommt das Blöde an der Sache. Wir haben alle gedacht, das liegt an der Hitze, weil es immer wärmer wird und viele Tiere halt mit der Vertrocknung, die durch die Hitze kommt oder mit anderen Wärmeeinflüssen nicht klarkommen. Ist aber nicht so, sondern der größte Balken, den ihr hier sehen könnt in der Originalveröffentlichung, ist der ganz links, Unknown. Das ist mega scheiße. Wenn wir naturwissenschaftlich Messungen machen, wie die Verrückten oder hier die Kollegen in Krefeld das machen, das alles mathematisch auseinanderdröseln und dann kommt raus unbekannt, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Stellt euch mal eine Lebensbeziehung vor, ihr seid 30 Jahre verheiratet und irgendwie klappt es nicht mehr so richtig und ihr redet total offen über alles. Alles, ja? Sex, Kinder, Verwandtschaft, Traumata, die ihr in der Kindheit habt und am Ende stellt sich raus, wir wissen nicht, warum unsere Beziehung nicht läuft. Das ist ganz blöd. Also es ist something, ja, irgendwas Größeres oder so. Und dann habt ihr vielleicht gehört, obwohl zwar alle Leute nur über Corona reden, es ist eigentlich relativ viel passiert, weil alle halt Angst haben, dass die Grünen in die Regierung kommen oder vielleicht sogar eine grüne Kanzlerin gewählt wird im September 2021. Auf einmal kam was in Bewegung. Da hat man gesagt, da gehen wir jetzt mal auf die Umweltfuzzis, gehen wir jetzt mal zu. Und eine Sache, die schon längst bekannt war und die jetzt auf einmal auch geregelt werden kann, seit ein paar Wochen, erstaunlicherweise, ist das hier. Aber ich will euch mal das Ausmaß zeigen, weil ihr das vielleicht irgendwie gar nicht das Ausmaß kennt. Es gibt ja so Pflanzenschutzmittel. Habt ihr alle schon gehört, wer in dem Bereich arbeitet? Die Neonicotine heißen die oder nennen wir sie einfach mal Pflanzenschutzmittel. Die machen irgendwas, dass auf jeden Fall die Pflanzen besser wachsen, andere Pflanzen tot oder Insekten tot oder beides tot. Und das, wenn ihr was älter wäret, also wenn ihr jetzt über 50 seid, dann kennt ihr noch DDT. Das ist das, was da ganz oben steht als Pestizid. Das war so eins, das hat dazu geführt, dass Naturschutz richtig wichtig wurde, dass also auch jeder, Oma, Opa, Kinder, Mutti, Vati, jeder hat es begriffen. Okay, wenn wir Gifte nehmen, die die Insekten vergiften, dann reichert sich das in Vögeln an. Vögel mögen wir aber alle. Und die Vögel, die Eierschalen von den Vögeln gehen kaputt. Also darf man in Europa kein DDT mehr benutzen. Wenn wir mal die Giftigkeit von DDT, die uns allen einen Riesenschreck in die Knochen gejagt hat damals, wenn wir die mal als 1 setzen, also die Umweltgiftigkeit von DDT ist 1, ja, könnt ihr oben rechts sehen, steht Toxizität DDT 1. Jetzt gucken wir mal, was die heutigen in der intensiven Landwirtschaft verwendeten Gifte machen. Gehen wir mal unten zu denen, die so ein bisschen rötlich eingefärbt sind. Die haben irgendwelche Namen, die sind ganz lustig. Also Cruiser, Regent, Gaucho und Poncho heißen die. Das sind Insektizide. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wie viel mal giftiger die sind als DDT. 10.000 mal giftiger. Oder bei Cruiser 5.000 mal giftiger. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Moment mal. Also irgendwie, das ist ja nicht so gut. Besonders, der Nachteil ist, die bauen sich nicht natürlich ab. Also die reichern sich jetzt nicht nur in Insekten und Vögeln an, sodass dann am Ende keine Vögel mehr auf der Welt gibt. Dann sagen wir halt, okay, dann müssen wir halt ohne Amsel, Drossel, Fink und Star leben. Fuck it, ja, ist mir egal. Dafür kann ich aber alle meine Wünsche immer durchführen. Ich habe Geld, ja, ist mir alles egal. Natur interessiert mich nicht. Alles, was krabbelt, kann ich auch nicht leiden, ja. Aber ihr merkt schon, das ist nicht gut. Also wenn ich etwas nehme, was 5.000- bis 10.000-fach mal tödlicher ist als irgendwas, was ich und was nicht abgebaut wird rasch in der Natur, also nicht innerhalb von 5 oder 6 Jahren abgebaut wird, was auch schon schlecht wäre, aber geschweige denn, also es wäre schon schlecht, wenn es nicht innerhalb von einem Jahr abgebaut würde, aber hier reden wir also von noch viel längeren Abbauphasen, dann könnt ihr euch vorstellen, das muss schief gehen. Das muss schief gehen, ja. Also wie soll da noch irgendwas leben, was im Kreislauf des eben genannten der Natur da ist? Es kann nicht funktionieren. Und da auf einmal hat sich was in Bewegung gesetzt, da waren wir also ziemlich überrascht.
Aber es sieht trotzdem nicht besonders gut aus, weil natürlich dadurch, dass die Effekte so lange dauern, ist ein bisschen schwierig. Ich zeige euch hier mal was von 2018, von der Rote Liste Arten von Vögeln. Da könnt ihr in verschiedenen Farben sehen. Es gibt Vögel, die sind mehr auf Körnchen spezialisiert und es gibt Vögel, die fressen halt irgendwas anderes, Raubvögel, ne? Die fressen keine Körnchen. Und ihr könnt jetzt mal nur sehen, die Werte bis 2015, das ist aber so weitergegangen. Ihr seht auf der linken Seite immer von dieser Tabelle, kann man sagen, wie viel gibt es davon? Also die Menge, sage ich jetzt mal so flapsig. Und dann könnt ihr sehen, wie innerhalb allerkürzester Zeit, ne, das sind jetzt nicht 25 Jahre, sondern seit 1970 ungefähr, wie das einfach abwärts geht. Es gibt auch manche, die bewegen sich in so einer Bogenform, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr euch das mal für Europa anguckt, was uns hier interessieren soll, das ist die rechte Tabelle, seht ihr, dass also insbesondere die Farmland-Specialists, also die, die halt irgendwie mit Acker und Landwirtschaft zusammenhängen, dass die also rapide runtergehen. Und zwar, wir reden hier von Werten, die wirklich absoluter Horror sind. Ja, also das ist von dem Wert 80, nennen wir es jetzt mal 80%, ja, schlägt das runter auf 35% innerhalb allerkürzester Zeit. Und das ist jetzt von 1980 bis 2017 oder 18 gerechnet. Also ich glaube, ihr könnt verstehen, es gibt gar kein Wort dafür. Also Katastrophe ist gar kein richtiges Wort. Katastrophe ist verharmlosend. Ne? Das wäre ein Kindermärchen, wenn man das so nennen würde. Aber das ist leider nicht alles. Ich nehme jetzt mal extra was Älteres, weil ich euch die neuen Zahlen mal ersparen möchte. Bei niedlichen Tieren, nennen wir es mal niedliche Tiere, ja. Die waren schon 2010, standen die unter direktem Aussterbedruck. Und ich will euch die Werte für 2021 mal lieber ersparen. Also von 634 Arten waren damals bereits die Hälfte auf der roten Liste der direkten Bedrohung. Ne? Also dass sie wirklich direkt vom Aussterben bedroht sind. Jetzt könnt ihr sagen, so, Insekten kann ich nicht leiden, Spinnen kann ich nicht leiden, Vögel kann ich nicht leiden und niedliche Tiere kann ich auch nicht leiden. Ist mir alles egal. Ja, ich gehe in den Supermarkt, kaufe mir da mein Essen, der Rest ist mir wurscht. Dann schauen wir mal. Charles Darwin hat schon damals ein super geiles Buch geschrieben. Das kann man gut lesen. Das ist sehr krämerisch. Also auch wenn ihr eher so Wirtschaftsleute seid, BWLer, VWLerInnen, könnt ihr euch das mal durchlesen. Das ist eine rein krämerische Aufrechnung, was Regenwürmer nützen. Der Darwin war ja Engländer, also so ein Krämer halt, ne? So eine Krämerseele. Die Engländer sind so nützlichkeitsorientiert. Und da hat er gesagt, also Regenwürmer sind eigentlich das Allerwichtigste. Und ich würde heute sagen, es ist auch heute würde man sagen, eine Zeigerart, ja. Also wie scheiße läuft es wirklich? Weil bei Vögeln und bei Insekten, da kommt es natürlich auch darauf an, wo man guckt. Und man braucht natürlich erstmal langfristige Daten, aber bei den Regenwürmern kann ich euch mal zeigen, sehr schön, dieses totale Desaster. Das ist eine 5 Jahre alte Veröffentlichung. Hier seht ihr auf der linken Seite nicht die Menge, sondern da seht ihr, wie stark das Land genutzt wird. Also in Deutschland wären wir da sehr, sehr weit oben. Ihr kennt ja diese psychopathischen Wüsten, wo nichts mehr lebt, diese riesigen Landwirtschaftswüsten. Und auf der rechten Seite seht ihr die Größe der Earthworms. Also einfach nur die Größe. Wir reden jetzt gar nicht davon, wie viele es davon gibt, ja? Also das haben wir schon hinter uns gelassen. Das haben wir schon eingesehen, dass da alles vorbei ist. Jetzt reden wir noch von etwas, woran man normalerweise gar nicht denkt. Okay, wie groß sind die übrig gebliebenen Tiere noch? Und ihr seht schon, was man da sieht. Je stärker die Nutzung des Landes ist, umso kleiner werden die Tiere. Und daran denkt natürlich kaum jemand im Alltag, besonders nicht im politischen Bereich, weil wenn man mit Zahlen jongliert, kann man das natürlich immer so hinjonglieren, dass man sagt, ja, so viele Regenwürmer sind gar nicht gestorben. Ja, schon, aber wenn die auf einmal nur noch ein Zehntel so groß sind wie vorher oder die Hälfte so groß, dann bringen die natürlich auch, wenn ihr das jetzt auf Leistungsebene seht, bringen die natürlich auch viel weniger Leistung. Also das ist das, was in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft und in der Politik wichtig ist. Leistung, ne? Der Klimawandel hat damit sehr direkt was zu tun. Das kann man immer mal wieder sehen. Ich will euch das vielleicht mal an einem Bildchen zeigen, was ihr vielleicht auch anderen gut erzählen könnt, weil wenn ihr hier zuguckt, seid ihr ja vielleicht so Multiplikatoren, also redet auch öfter mal mit anderen Leuten oder trefft politische Entscheidungen oder beides. Das hier ist eine relativ neue Veröffentlichung aus einer sehr, sehr, sehr hochwertigen Zeitschrift. Ich zeige euch überhaupt nur neue Sachen und hochwertige Sachen. Ich fange mit den anderen gar nicht an, weil dann gibt es immer Diskussionen, ist das gut genug und dies und das. Alles, was ich euch hier zeige, sind Sachen, die durch ganz hochwertige Begutachtungsverfahren gegangen sind. Und zwar dachten wir bis letztes Jahr, bis 2020, dachten wir noch, wir könnten eventuell die Erde, ihr seht das, die liegt in so einer Art Mulde in der Mitte, in so einer Art stabilisierten Zustand bringen. Und die Stabilität bezieht sich hier jetzt auf die Hitze.
also diese berühmten 1,5 Grad Celsius. Wenn die Erde nicht stabilisiert wird bei den 1,5 Grad Celsius, die übrigens nicht zu erreichen sind, also das ist gar nicht möglich, das noch zu erreichen, aber wir können ja versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen. Und dann rollt uns die Erde in das sogenannte Hothouse, in die Hothouse Earth runter. Das, was ihr da unten rechts seht, das passiert dann halt bei, könnt ihr jetzt selber nachschlagen, 1, irgendwas Grad. Und dem sogenannten Planetary Thresholds. Diese Thresholds sind 2020 überschritten worden. Also da ist die Erde leider jetzt so, dass das auch nach 2100 auf jeden Fall weitergehen wird mit der Erwärmung. Das haben wir geschafft 2020, dass wir alle mit der Fuck You-Einstellung da durchgegangen sind. Diese Fuck You-Einstellung bezieht sich unter anderem, viele Sachen werden ja aus Imagegründen gemacht, zum Beispiel große Firmen wie Vattenfall und sehr viele andere große Firmen werden ja auf Klimaneutralität umschwenken. Also das wird aus dem Wirtschaftsbereich von selbst kommen, aus Imagegründen werden die das machen. Die verkaufen das natürlich als Einsicht, aber okay, es ist mir egal, warum sie es machen, Hauptsache sie machen es. Das Fuck You-Problem liegt bei den normalen Leuten, die nicht vegan werden heute Abend. Ne, die irgendwas von Biofleisch erzählen oder andere Märchen, Tierwohlsiegel, was alles komplette Lügen sind. Wir wissen berechnet, dass der Großteil der Nahrungsmittel auf der Erde zum Verfüttern an Tiere, die wiederum an Menschen verfüttert werden, hergestellt werden. Das meiste Wasser wird verbraucht für Tiere, also für die Herstellung von Lebensmitteln für Tiere. Es ist tatsächlich so, dass wenn ihr euch vegan ernährt, ihr sofort zwei Drittel mindestens des Wassers, des Getreides und der Landfläche sofort freigebt. Da braucht ihr gar nicht mit Biofleisch anfangen. Das interessiert überhaupt nicht. Wenn ihr was tun wollt, müsst ihr, also unabhängig von den politischen Dingen und den wirtschaftlichen Dingen, das ist sowieso klar. Aber ihr könnt heute auch selber was ändern, anstatt rumzuheulen und rumzulabern. Nämlich nie wieder ein Tierprodukt verwenden. Ja, auch keine Eier und keine Milch. Und das hängt direkt mit dem Bild zusammen, was ihr da seht, weil diese Stabilisierung natürlich von beiden Seiten kommen muss. Es müssen die Einzelpersonen durch ihre Kaufentscheidung heute, nicht morgen oder demnächst, sondern heute was tun. Das ist eine wissenschaftliche Bemerkung, keine persönliche oder private Kommentierung. Und gleichzeitig muss eben das große Politische und alles andere auch passieren. Also da seht ihr, das haben wir verpasst. Und das Ergebnis davon, von diesem Hothouse, ist einerseits natürlich zum Beispiel in Peking, wisst ihr das vielleicht, wenn ihr schon mal da wart, das ist ja eigentlich eine Wüstenstadt geworden. Da hat man dann zur Olympiade einen mehrere tausend Kilometer langen Kanal gebaut. Das machen die Chinesen aber schon länger. Das haben die schon vor Jahrhunderten gemacht. Also das, okay, geht uns nichts an. Aber das Problem ist, dass selbst der Guardian schrieb, das ist schon vor 2 Jahren gewesen, dass das Problem ist, das Hothouse ist gar nicht das, wovor wir uns fürchten müssen, weil das passiert sowieso. Also diese Wasserspiegel steigen und dergleichen mehr und was da noch alles passiert. Riesige Migrationsbewegungen, übrigens nicht nach Europa. Die Migrationsbewegungen finden innerhalb von Afrika und Asien statt. Ich kann euch das aus dem diesjährigen Kongress der American Academy of Forensic Sciences mal sagen, der größten wissenschaftlichen Gesellschaft, weil ich ja Forensiker bin. Die meisten Migrantinnen und Migranten landen in Südafrika, weil das reichste Land da in der Region ist. Und ich kann euch aus erster Hand was sagen. Also ich war dabei, ne, so bei dem Kongress, wo der Kollege das erzählt hat. Der hat gesagt, von den Toten, die sie im Freien finden, in Südafrika, da brauchen sie schon gar keine Todesfeststellung mehr machen, weil sie sowieso überhaupt nicht mehr rauskriegen, wer das überhaupt war. Also es sind migrierte Leute, die keinerlei Ausweise oder sonst was haben, keine soziale Einbettung. Das heißt, wenn ihr denkt, dass wir in Europa irgendwelche Migrationsprobleme haben, dann könnt ihr gerne mal einen Tag nach Südafrika in eine größere Stadt, in ein Institut für Rechtsmedizin oder zur Polizei kommen. Ich wiederhole nochmal, was ich gerade gesagt habe. Die können noch nicht mal mehr die Menschen identifizieren. Es ist hoffnungslos. Es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Menschen zu identifizieren. Ne? Nur damit ihr das Problem mal versteht. Es gibt immer noch ein viel weiter dahinterliegendes Problem. Und ich will nochmal kurz auf dieser Alarmismus, warum ich das am Anfang gesagt habe, es ist so, wie man Marmeladenbrotismus sagt. Ja, das ist ein hirnverbrannter, abwertender Begriff, der unsinnig ist. Das hier ist aus einem Film Blade Runner 2048 oder sowas. Und ich habe das mal da draufgelegt, weil da wird immer ganz gut dargestellt, weil die sich sehr viel mit Zukunft beschäftigen, auch schon im ersten Teil aus den 80er Jahren, wie es aussehen wird. 50 years ago, this all, also alles, was ich euch erzählt habe, would have been dismissed as alarmist, but now scientists have become real worried. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr nicht bei einer Konferenz in den letzten Wochen dabei wart, wie worried wir sind. Ich will
wenn ihr denkt, das hier wäre intensiv gesprochen und ernst, dann müsstet ihr, dann könnt ihr gerne mal zu einer von diesen Konferenzen mitkommen. Da geht das ganz anders zu. Und auch nur auf Datenebene, ich rede nur von Zahlen. Und nur damit ihr mal seht, wer sowas sagt, von wem stammt denn das Zitat? Das stammt von einem ruhigen Mann vom Stockholm Resilience Center, der da der Chef von so einer Agentur ist, die eben diese Daten zusammensammelt. Und das ist wirklich ein absolut ruhiger Typ. Ja, also dagegen bin ich jetzt hier das kreischende Elend. Warum eigentlich? Und ich komme jetzt gleich zum Ende, weil ich 25 Minuten ja nur was sagen wollte. Ich will euch mal die neuesten Daten zeigen zum Wasseranstieg, der auf jeden Fall stattfinden wird. Das ist mit keiner Macht dieser Welt zu verhindern, ja? Also zumindest keiner bekannten Macht dieser Welt. Das hier, das Rote, sind Bereiche, die unter dem Meeresspiegel liegen werden, 2050. Also wenn ihr jetzt nicht gerade 80 Jahre alt seid, dann werdet ihr das noch erleben. Und ich glaube, ihr könnt sehen, was das ist. Das ist unter anderem Bremen, Hamburg, Rotterdam, Amsterdam und so weiter. Und natürlich kann man sagen, ja, dann bauen wir halt Deiche. Könnt ihr ja mal machen. Ich glaube, für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, googelt mal, was Deichbau kostet. Kleine Info dazu, für die, die jetzt nicht so, denen das nicht klar ist, dass das direkt vor unseren Augen bereits passiert, ne? Die Niederlande haben bereits die erste Deichlinie evakuiert. Habt ihr darüber jemals was gelesen? Das ist schon passiert. Also das ist jetzt nicht so wie der Bösewicht, der den Helden oder die Heldin gefesselt hat und dann erzählt, was gleich passiert. Dann befreit sich der Held oder die Heldin und verhindert das Schlimme. Sondern das ist dieser andere Film. Das ist der Film, wo der Bösewicht sagt, meinst du, ich bin bescheuert und erzähl dir meinen Plan, wenn ich den nicht schon längst ausgeführt hätte? Ich bin doch nicht dumm. So, der Film ist das. Ist schon passiert, Film. Und auch hier kann man natürlich sehr, sehr viel tun, indem ihr eben zum Beispiel nicht nur auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene, sondern auch auf der privaten Ebene sofort etwas tut. Zum Beispiel eine Sache, die ich auch sehr, sehr oft bei Klimaschützern erlebe, wenn ich die Frage, wer ist denn eigentlich der Stromanbieter, dann sind die zum Beispiel auf so Greenwash-Strom, dann sind die nicht bei Greenpeace oder irgendwo, wo das echter Strom aus echten erneuerbaren Energien ist, sondern ist das so eine Lügenfirma, die einfach nur Greenwashing betreibt. Oder auch, das ist mir auch schon sehr, sehr oft bei Klimaschützern und Schützerinnen passiert, sehr, sehr oft. Wenn ich die Frage, aber also die ersten 5, 6 Male war ich total bekannt, also habe ich gemerkt, dass ich der kleine Junge bin, der die Welt nicht verstanden hat. Denn ich habe dann immer so vegane Anmerkungen gemacht, bis ich gemerkt habe, niemand davon ist vegan gewesen oder vielleicht einer, der Fotograf oder die Fotografin oder so, von 100 Leuten. Und das steht mit den Zahlen nicht in Einklang. Also immer nur fordern, der und der muss was machen, das und das muss passieren, ich unterstütze die Fridays-Kids und so weiter. Okay, das ist schön oder ich wähle grün oder so, aber ihr müsst auch selber euren verdammten Arsch heute hochkriegen. Heute, nicht morgen. Weil guckt euch mal gerade das Bild an, was ihr da seht. Und dazu noch ein letztes Beispiel, das ist auch ganz, ganz neu. Das ist eine ganz neue Veröffentlichung, die könnt ihr auch selber googeln, das ist bei Protected Planet. Die Zahlen sind alle im Netz, ne? Ich zeige euch hier nichts, was ihr nicht selber jetzt gleich nachgoogeln könnt. Das sind die Bereiche der Weltmeere, die geschützt sind. Und dann haben wir mal nachgeguckt, also die Kolleginnen und Kollegen und ich dann natürlich auch, was dieser Schutz bedeutet. Und der Schutz bedeutet gar nichts. Geschützte Meeresbereiche, das ist nur ein Wort. Das hat keine wirtschaftlichen oder sonstigen Folgen. Ihr könnt in diesen Bereichen in der Regel fischen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also die heißen nur geschützt, ja. Es ist so wie Tierwohl-Siegel. Das ist alles nur Lüge. Das ist alles nur ein politisches, wirtschaftliches Märchen, um die Leute zu beruhigen. Aber gut, nehmen wir mal an, sie wären jetzt geschützt, was sie nicht sind. Sie heißen nur geschützt, ja. Aber nehmen wir mal an, sie werden geschützt. Das sind so ungefähr 6,4% der Weltmeere. Das sind auch gar nicht so schlecht ausgewählte Bereiche. Da könnte man noch von leben. Nur damit ihr mal kurz seht, was ich damit meinte, man kann da machen, was man will. Nur 2%, also die 6,4% der geschützten Meere sind jetzt, nehmen wir jetzt mal als 100%. Ja, also wir reden jetzt nur von den geschützten Bereichen, ja. Aber nur 2% davon sind überhaupt Bereiche, wo man nicht fischen darf. So, wenn ihr wisst, wie heutzutage gefischt wird, Schleppnetze, könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt, oder ich meine, viele von euch wissen es vielleicht auch, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn Fischerei nicht verboten ist, dann können wir sie auch direkt wieder ungeschützt nennen. Dann können wir auch bei dem Tierwohlsiegel, bei diesem Schwachsinnigen, können wir auch genauso gut sagen, okay, es ist ein Tierfoltersiegel. Das ist nämlich die Wahrheit. Die Wahrheit ist, das Tierwohl ist Tierfoltersiegel. Und genauso ist das hier. Wenn geschützt nicht geschützt ist,
dann heißt es, okay, es ist halt nicht geschützt. Man muss auch einfach mal ehrlich sein dürfen. Und wie ist die Hochrechnung? Die ist ganz, ganz neu. Die ist 2020 erschienen bei Logical Conservation. Wenn wir einen Effekt erzielen wollen, dann müssen wir 30%, und zwar ausgewählte 30%, nicht irgendwelche, also auch solche, die für die Fischerei sehr interessant sind. Wir müssen 30% der Meere heute, nicht morgen, unter bedingungslosen Schutz stellen. Das heißt, da darf niemand mehr irgendwas machen. Vielleicht könnte man noch ökologisches Tauchen oder sowas. Da könnte man vielleicht noch drüber reden oder sowas. Aber alles andere geht dann nicht mehr da. Und ihr könnt euch vorstellen, wird das passieren oder nicht? Das wird natürlich nicht passieren. Und damit will ich es mit dem letzten Bild belassen, weil das ist das Entscheidende, was euch noch fehlt, wenn ihr jetzt in die Diskussion eintreten wollt. Das ist das letzte Bild. Ihr seht hier links, seht ihr die Aussterberate der Arten. Und unten seht ihr mal eine schöne Tabelle von ungefähr 1550 oder so, sagen wir mal, oder 1600 bis jetzt. Also das ist eine Veröffentlichung von 2015, aber okay, das hat sich nicht verändert. Und nur damit ihr, das ist eine ganz wichtige Info, wenn ihr nochmal in Gespräche geht, weil ihr sonst wieder vollgelabert werdet mit ist doch geschützt, ist doch Tierwohl, ich esse nur Biofleisch, ich habe aber grünen Strom, bla 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 bla. Okay, also da habt ihr jetzt schon ein paar Mittel, wo ihr seht, wie ihr das entlarven könnt, indem ihr einfach auf die Zahlen zurückgeht und feststellt, dass das nur Märchen sind. Aber eine wichtige Information zum Thema Insektensterben, Artensterben und so. Ist das denn wirklich so schlimm? Ne? Ja, bewiesen. Und zwar seht ihr unten die gepunktete Linie. Das ist die normale Aussterberate, mit der wir noch leben könnten sozusagen. Also das ist die echte gemessene Aussterberate aus einer Zeit, als es noch keine Industrialisierung, aber Menschen gab. Weil ist klar, dass wo es Menschen gibt, da sterben halt andere Tiere. Ist ja klar, Menschen sind Tiere, die verdrängen andere Tiere. Okay, soweit, so gut. Damit, sonst müsste man sagen, es darf keine Menschen mehr geben. Das wollen wir ja nicht. Also da unten seht ihr die gepunktete Linie, die eine normale, vernünftige Aussterberate wäre von allen möglichen Lebewesen, solange Menschen auf der Erde halt leben. Und jetzt guckt euch mal die Aussterberate an, seit ungefähr, sagen wir mal, irgendwas 1850 oder so. Da seht ihr, dass die Aussterberate so krass über der normalen, vernünftigen oder vielleicht auch nicht mehr vernünftigen, aber jedenfalls menschenbedingten Aussterberate ist, dass das vielleicht nochmal sehr, sehr, sehr deutlich macht, was für ein Problem wir haben. Und das hängt eben alles miteinander zusammen. Artensterben, Ansteigen der Gewässer, Kohlendioxid und alles andere. Und wenn euch das jetzt alles zu schnell ging oder wenn ihr denkt, nee, so schlimm ist das gar nicht, ich esse jetzt doch wieder meine lustige Mortadella-Wurst, das wird schon werden und so, dann guckt euch entweder den Vortrag schnell nochmal an, guckt euch die Zahlen an, die neuesten Zahlen, oder wenn ihr Lust habt, klingt euch mal in eine der aktuellen, nur Tatsachen- und zahlenbezogenen wissenschaftlichen Konferenzen ein. Das ist weder Alarmismus, noch ist es schlechte Laune, noch ist es, du lässt uns aber keinen Ausweg, sondern es ist das exakte Gegenteil. Es sind Zahlen, Daten und ich habe euch die drei klaren Vorgaben gegeben, wie wir das so in den Griff kriegen können, dass es zumindest jetzt nicht zu einer kulturauslöschenden Katastrophe wird. Danke für deinen Vortrag. Das waren sehr schockierende Zahlen und ein sehr schockierender Vortrag, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist uns natürlich allen bewusst. Deswegen sind wir engagiert in dieser Partei. Aber danke dafür. Jetzt habe ich allerdings noch zwei Fragen an dich. Und dann, die du hoffentlich auch beantworten kannst. Geht auch wieder um Insekten. Und zwar eine Frage war, dass Insekten gerade aus anderen Gebieten, die eventuell nach Deutschland kommen, auch manchmal Krankheiten mitbringen, die nicht immer positiv sind. Wir kommen gerade aus Corona, die ja vielleicht Ähnliches nochmal hervorrufen können. Siehst du auch hier eine Gefahr durch den Klimawandel? Das ist ja, sagen wir so, das ist lustig. Also natürlich, Menschen haben immer Angst vor Insekten und Schlangen und Spinnen und allem, was sie nicht kennen. Sobald man aber hinguckt, findet man es ja dann doch interessant. Ne? Also das ist ein ganz lustiger Effekt, der aufgetreten ist. Traurig lustig, aber sagen wir mal objektiv bizarr. Und zwar dadurch, dass die Veröffentlichung habe ich ja schon als Studierender gelesen. Also das muss wirklich lange her sein. Ihr seht, ich bin ein alter weißer Mann, ne? Also sagen wir mal 30 Jahre. Da stand schon in der Nature oder in der Science, also einer von den beiden wichtigsten naturwissenschaftlichen Zeitschriften, dass die Malaria zurück nach Deutschland kommt. Die gab es ja früher in Deutschland, ne, schon mal. Also so ist das jetzt nicht. Und die Malaria kommt zurück, die wird sich aus Süden dann über diese Überträger
über das übertragene Tier, das Insekt, wird sich die verbreiten. Und dann hat man erstmal natürlich nichts getan. Ihr wisst ja auch, dass die ganzen Hochrechnungen, die ich euch hier gezeigt habe, die jetzt schon alle eingetreten sind oder kurz vorm Eintreten sind, die waren ja auch schon bekannt damals. Und dann hat man ja alle gesagt, ja, warten wir mal. Und verrückterweise führt das Eindringen von, nennen wir sie mal tropischen Krankheiten, ja, aus unserer Sicht, dazu, dass das erste Mal in der neueren Menschheitsgeschichte Heilmittel dafür entwickelt werden. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Sache, wenn man so will, weil die Menschen in den armen Ländern, mit denen ich sehr oft arbeite, also ich arbeite in Kolumbien, Vietnam, Philippinen und so weiter, ja, Mexiko und so, Chile, Peru, was weiß ich, die haben sonst keinen Zugang zu den Arzneimitteln, weil die Arzneimittelentwicklung oder auch die Vorbeugung sich nicht leisten können. Und jetzt auf einmal passiert das, weil die Krankheiten in die Industrieländer kommen. Also ich würde sagen, für uns in Industrieländern ist das eher ein kleineres Problem, weil wir das, wie man das bei Corona gesehen hat, halt dann mit Technik, Geld und Macht in den Griff kriegen. Das viel größere Problem ist das, was ich euch gerade geschildert habe. Also hinter diesen Sachen, die im Prinzip Kleinigkeiten sind, stecken viel, 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 viele größere Schwierigkeiten. Also ich denke, da wird auf jeden Fall einiges kommen, aber das hängt eher damit zusammen, dass Menschen sich immer weiter ausbreiten und dann die Krankheiten eben auch entweder verändern in Laboren oder in Gebiete vordringen, wo sie nichts verloren haben eigentlich und wo die Tiere dann auf einmal in Berührung mit den Menschen kommen und die Krankheiten übertragen. Ne? Also so gesehen halte ich das für ein sehr tatsächliches Problem, aber auch eins, was im Vergleich zu dem, was ihr gerade gehört habt, jetzt nicht so dramatisch ist. Ich will mal ein Beispiel sagen, was wirklich ein Problem ist, also was dazu führen kann, dass wirklich menschliche Kulturen direkt bedroht sind, auch sehr, sehr schnell, also noch schneller als das, was jetzt gerade passiert. Zum Beispiel durch die Multiresistenzen, weil halt in den Industrieländern werden halt super viele Antibiotika dauernd gegeben, auch bei Schnupfen. Schnupfen ist eine Viruserkrankung, da helfen Antibiotika überhaupt nicht gegen. Und ich denke, jeder von euch hat trotzdem schon Antibiotika genommen, um Begleiterscheinungen zu mildern, also bakterielle, die im Laufe des Schnupfens auftreten. Und dadurch haben wir uns jetzt, ich glaube, mittlerweile sind wir bei der fünften kompletten Multiresistenz. Das ist zum Beispiel wirklich, das ist menschheitsbedrohend, direkt menschheitsbedrohend. Also das kann die Kulturen, die wir kennen, auslöschen. Diese Krankheiten, die eingeschleppt werden über Insekten, da ist jetzt keine dabei, die sich so hart verbreiten kann, so schnell, ohne dass wir was dagegen tun können. Aber gegen Multiresistenzen können wir überhaupt nichts mehr tun, gar nichts. Schön, so viele Lichtblicke in deiner Diskussion mit dir. Gut, und jetzt die letzte Frage, die etwas um die Sattelchen gelesen habe, aber gut. Und zwar geht es um Insektenhotels aus Baumärkten. Kannst du dazu was sagen? Sind die besser als nichts oder lieber nicht fördernd? Ja klar, kann ich gerne was zu sagen. Mal sehen, ob das jetzt geht. Seht ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Ja, wir sehen und hören dich noch. Ich gehe mal raus. Also ich kann euch da direkt was zu sagen, weil ich das erprobt habe. Also ich mache ja beim NABU Insektensommer mit. Ich bin das Gesicht vom NABU Insektensommer. Und deswegen habe ich hier so viele Hotels. Ihr könnt euch die mal angucken. Also es gibt ja so, das hier so selbst gebastelt halb. Ach, schön, sehr schön. Das hier ist ein fertiges. Das hier ist komplett selbst gebastelt. Hier oben ist auch schon die erste, ist gerade eine reingeflogen. Also ihr seht, ich habe ja alle möglichen Sorten und dann gibt es die hier. Das ist der Stand der Technik. Also hier sind sie überall. Ach, sind sie Liebreizen, ich könnte sie sehen, da krabbeln welche rum. Also der Stand der Technik sind die hier. Die anderen, ich muss tatsächlich sagen, die Baumarkthotels, ich komme gleich zum Nutzen noch, aber jetzt erstmal zur Funktion. Die funktionieren alle nicht so gut mit den Schilfrohren. Das mögen die Tiere dann meistens nicht. Oft ist das am Ende zerfasert oder innen drin gefällt ihnen was nicht. Dann kriechen sie rein und dann gehen sie wieder raus und dann gehen sie wieder woanders rein. Und man denkt so, Mann, was ist denn jetzt? Ich meine, es kann doch wohl nicht sein, dass unter den 200 Röhrchen hier jetzt nicht eins für dich dabei ist. Also da wollen sie nicht. Wenn ihr Hartholz nehmt, das ist viel teurer. Natürlich bitte kein tropisches. Ich weiß, muss man leider immer noch dazu sagen. Dann nehmt die und die haben den Vorteil, da könnt ihr entweder putzen die Tiere die Röhrchen selber wieder frei oder ihr könnt die auch frei putzen, wenn ihr das unbedingt mal machen wollt. Natürlich bitte nach dem Schlupf der Tiere. Und dazu muss man den Lebenszyklus der Tiere auch kennen. Und die sind unheimlich empfindlich, welche Bereiche warm sind und welche nicht warm sind, wo Spinnen ran können, wo keine Spinnen rankommen, wo Erzwespen, die wiederum dann die Brut fressen von unseren Wildbienen und so weiter. Also das ist lösbar. Ich habe auch jetzt auf Friedhöfen vom NABU, da sind auch Videos im Netz, die könnt ihr verlinken oder aufrufen. Tippt mal ein, NABU, Friedhof, Marc Benecke, da sind mehrere Videos.
da stehen auch Insektenhotels. Das sind dann auch die, die sind haltbar, die sind wiederverwendbar, die haben glatte Ränder, die sind tief genug, die Aufheizung ist so, dass das für die Insekten gut ist. Also das funktioniert. Nützt es was im Großen und Ganzen? Ich glaube, wenn ihr euch nochmal, wenn ihr nochmal zurückspult hier bei YouTube und euch die meinen 25-Minuten-Vortrag anguckt, werdet ihr sehen, dass das Hauptproblem halt ist, A, dass Menschen nicht vegan werden und immer irgendeine Ausrede haben. Ich habe sie alle schon 100.000 Mal gehört und es gibt keinen Bericht mehr. Auch dieser der Gupta-Report, den ich am Anfang gezeigt habe, auch der Bericht der Vereinten Nationen, beide von 2021, selbst die können das nicht mehr aus ihren Berichten raushalten, dass eine pflanzenbasierte Ernährung notwendig ist. Natürlich können die Verbraucher, Verbraucherinnen jetzt nicht so blitzschnell alles ändern. Deswegen erwähne ich immer und immer wieder, dass das auch politisch und wirtschaftlich gelöst werden muss. Aber ohne die Mitwirkung der einzelnen Menschen sofort heute kann das nicht funktionieren, weil wir nicht bis 2035 Zeit haben. Das könnt ihr nachlesen in den genannten Berichten. Die sind beide gratis online bei den Vereinten Nationen und bei der englischen Regierung könnt ihr euch die runterladen. Da gibt es Kurzversionen, allgemeinverständliche und dann die langen wissenschaftlichen. Die sind aber auch sehr, sehr verständlich geschrieben. Also beide kann man sehr gut lesen. Da werdet ihr sehen, dass wir die Zeit nicht haben bis 2035. Das ist halt Bullshit. Und politisch muss man das natürlich sagen, weil sonst die Leute halt unwillig werden, weil die Menschen ja von der Regierung geführt werden möchten. Sonst bräuchte man ja keine Regierung, ist ja auch klar. Aber die Eigenverantwortung werden wir hier nicht los. Und das ist das Problem. Das heißt, ich unterstütze das sehr, sehr stark mit den guten Bienenhotels und mit den Wildpflanzen auf dem Balkon wachsen lassen. Also einfach was wächst, wächst. Auch nichts einpflanzen, auch keine Samenbomben und so weiter, sondern einfach das, was da wächst, ist das, was für die örtlichen Tiere gut ist, weil das ein riesiges Nahrungsnetz ist, was über Zehntausende und Hunderttausende von Jahren entstanden ist. Ihr müsst gar nichts machen. Ihr müsst einfach nur das wachsen lassen, was da wächst. Fertig. Und dann passen die Tiere dazu. Und das würde ich eher als Übung sehen dafür, dass wir sehen, dass wir die Vernetzung des Lebens einfach mal live auf dem Balkon oder im Garten oder sonst wo auf dem Dach, man kann auch Dächer sehr gut begrünen, das einfach live sehen. Und deswegen ist das sehr gut. Ich laber nicht rum, sondern ich mache das. Ich habe letztes Jahr angefangen, letztes Frühjahr 2020 und habe tausende von Bildern von Insekten und Pflanzen, also eigentlich langweilige Bilder und so, was halt gerade rumkreucht und fleuchtet eigentlich. Und ich bin überschwemmt worden mit Bildern. Ihr könnt auf meinem Insta-Account und auf meinem Facebook-Account gucken. Ihr werdet sehen, das sind mittlerweile tausende von Berichten, wo Leute irgendwas gesehen haben. Auch eine Kröte, einen Wurm, eine Schnecke. Und dann raten alle zusammen, welches Tier das ist. Und jeder gibt da seine 20 Cent dazu. Und das hat unheimlich viel gebracht. Weil die Leute einfach mal sehen, dass da draußen das alles ohne Menschen funktioniert. Sehr, sehr gut ohne Menschen funktioniert. Menschen sind das sind die überflüssigste, also wissenschaftlich gesehen, ne? Keine Meinung dazu. Wissenschaft sind die überflüssigste Art auf der Erde. Und also auch was die Nahrungspyramiden angeht, ne? Dann stirbt halt der Räuber, Mensch stirbt halt und der Rest ist noch da. 99,99999999%. Denen ist das sowas von egal. Und deswegen finde ich super. Also ich kann euch nur raten, stellt so viele Blumenpötte wie möglich auf, guckt einfach mal, was daraus wächst, pflanzt nichts ein, nehmt diese vernünftigen Bienenhotels. Legt euch auf die Wiese und guckt mal, was euch da über die Nase kreucht und fleucht. Nimmt so eine App. Es gibt eine sehr, sehr gute App, die ist ganz, ganz neu, zumindest in dem Funktionsumfang. Die heißt Seek von iNaturalist. Ist 100% gratis. Ihr könnt eure Daten spenden oder nicht spenden. Also ihr könnt nur euren Spaß damit haben oder nicht. Die bestimmt wirklich alles. Also die kann euch vom Löwenzahn bis zu irgendeiner verrückten Wildbiene bestimmt ihr euch wirklich alles. Das ist sensationell. Wenn ihr Datenspenden macht, könnt ihr euch vorstellen, hilft das auch. So National Geographic. Also auch nicht, da steckt kein, wie soll ich sagen, jetzt irgend so eine Image-Kampagne von irgendeiner wirtschaftlich orientierten Firma hinter. Also deswegen, ja, macht's für euch selbst, damit ihr wieder irgendwie einen Draht zurück zur Natur findet. Super, vielen lieben Dank dafür. Und wir haben jetzt auch echt lange geredet und kommen jetzt so langsam mal zum Schluss. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute hier zu sprechen und über deinen Vortrag, der wirklich sehr belehrend und informativ war. Und ja, das war die Folge Farbfernsehen mit Marc Benecke. Möchtest du auch noch was sagen? Also ja, belehren wollte ich euch nicht. Ich wollte euch nur die Tatsachen zeigen, was ihr damit macht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also tausend Dank für die Einladung und für die schönen Geschenke. Ich habe nämlich von den sehr guten Grünen Koblenz auch noch ein kleines Geschenkpaket Koblenzer Sachen bekommen. Vielen herzlichen Dank.